Damit wieder herzlich willkommen zur Shogun 2 Total War Fall of the Samurai Kampagne hier auf Admiral of Games. Und ja, letzte Folge hatten wir hier diese Stadt belagert. Yamaguchi, ja. Und die wurde uns dann ja von unseren Verbündeten weggeschnappt und ich habe ja auch gesagt, ich werde mir wiederholen, die Stadt. Aber ich will erstmal keine Verbündeten angreifen, obwohl ich bin mit denen nur im Frieden, ich bin nicht mit denen verbündet, also ist das was anderes. Also greife ich die jetzt wahrscheinlich doch gleich an. Ich überlege mal gerade, wie groß meine Armee ist. Naja, die geht eigentlich. Dann werde ich die jetzt hier einfach angreifen. Ein unerwartetes Treffen kann. So, mein Verbündeten soll nicht mitmachen, nicht, dass mir wieder jemand das wegschnappt. So, jetzt habe ich hier angegriffen. Hier ist noch alles ruhig. Ich habe auch kein Geld mehr. Ja, so werden nicht mal gewonnen. Ihr wisst jetzt ja auch schon, dass es ziemlich lange dauert, immer eine Runde, also. So. Jetzt hat irgendjemand den Handel mit mir unterbrochen. Ist mir auch egal. Naja, was soll's. Dann bombardieren wir die Stadt hier mal wieder. Schon mal ein bisschen, ein paar Einheiten vielleicht treffen, wenn wir Glück haben. Wer weiß. Ja, ich habe die Ortschaft beschädigt, das ist schon mal gut. Und dann greife ich jetzt hier an mit der Armee. Dann greifen wir mal an. Da hat eh nur zwei Einheiten drin, ohne General, also das wird sehr einfach werden jetzt. Dann wahrscheinlich gleich auch danach noch die andere, die Hauptstadt gleich, wenn die angreifen, weil die Schlacht hier wird sehr schnell gehen. Das schaffe ich dann auch in der Folge. Und dann nächste Folge mal gucken, was wir dann machen. Achso, ja, übrigens, wer sich für alle, die sich wundern, warum gestern keine Folge rauskam, die ist uns kaputt gegangen, die Folge. Ja, kann ja mal passieren. Und ich kann es jetzt auch schlecht nochmal aufnehmen, weil ich das jetzt ja natürlich schon gespeichert habe nach dieser Folge, die Kampagne. Und ich speichere die immer über die, über den Speicherstand von davor. Und naja, also ist auch nicht so viel passiert. Ich habe eine Schlacht verloren, die ich eigentlich hätte gewinnen müssen. Das war nicht so gut. Aber ihr werdet dann ja in der Folge von nächsten Mittwoch sehen, wie es weitergeht. Die ist nämlich noch heile. Dann werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen was über die Folge von dieser Woche, die eigentlich kommen sollte, erzählen. Aber wundert euch nicht, ihr wisst ja jetzt, dass die eben nicht kommt. So, aber dann wieder jetzt hier zu der Schlacht, wenn das mal geladen ist. Das dauert immer. So. Ja, Nebel will ich nicht haben, dann warte ich mal. Jetzt ist trocken, dann machen wir jetzt die Aufstellung. Die Festung ist ziemlich klein, hier sind die niedrigsten Mauern, dann greife ich mal von hier an. Da kommt die billige Infanterie nach vorne. Davor meine Jäger. Lundschloss Kasch. Also das sind eigentlich fast die ältesten Einheiten, die es hier gibt, glaube ich. Mal davor. So, perfekt. Dann die Linieninfanterie tue ich einfach mal. Die stelle ich einfach dahinter. Dann tue ich sie an die Seite, wenn die weiter vorgerückt sind. Die Nahkämpfer, ach egal, die können von hier angreifen. Oder von irgendwo einfach. Der General, also die Generäle, ich habe hier zwei in der Armee, die kommen natürlich zur Hauptarmee. So. Damit können wir die Schlacht starten. Die echte Männer kämpfen, mein Lord. So, dann werde ich die mal gruppieren hier. Danach hier vorne vorrücken lassen. So. Die Nahkämpfer, die können dann mal. Was können die machen? Naja, hier einfach die Mauern hochklettern. So, dann warte ich jetzt mal, bis die da sind. Da kann ich auch mal ein bisschen vorspulen, das dauert eh wieder lange.
können dann die Einheiten da beschäftigen, während die anderen von hinten reinklettern können. So, dann werde ich mit Linieninfanterie sie auf die Seite hier ziehen, damit sie ihren eigenen Leuten in den Rücken schießen. Und dann kann ich wieder laufen lassen. Mein Lord, jetzt fangen meine Einheiten auch an zu schießen. General schwebt in großer Gefahr. Ich treffe natürlich nicht so viel, ich meine, die stehen hier hinter den Festungsmauern, also. Naja, einfach nur zur Beschäftigung. Weil meine Nahkampfinfanterie jetzt hier ja auch kommt. Ja, klettert hoch. Ich glaube, die Nahkampfinfanterie wird es schon alleine schaffen, die hier oben auszuschalten. Ich werde mir aufhören vorzuspulen. So, lass ich die hier gleich mal angreifen. Ab in der Festung, aber obwohl das ist auch Nahkampfinfanterie. Egal, es wird. Oder auch nicht. Eine Einheit fliegt vom Schlachtfeld, mein Lord. Obwohl, jetzt kommen sie auch noch von hinten, also vielleicht wird es doch was. Jetzt geht's ja ab. Dom, 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 dom. Und da ist er gestorben, der Gegner. Aber einer bringt nicht so viel. Jetzt der nächste. Der geht richtig ab hier, der Typ. Und dann noch einen. Oh Mann. Der geht hier richtig ab. Und es gibt den hier. Gucken wir hier gewonnen. Eure Männer fliehen, Lord! Ja. Ja, oh. Tja, scheiße. Aber die fliehen nicht, das sind die, diese alten Einheiten, die sind mit den alten Gewehren. Das war aber klar, dass die früher oder später fliehen. Ich meine, die sind eh voll schlecht. So, jetzt kommen wir immer mehr von meinen Einheiten hoch, geklettert. Können die hier schön überrennen. Der hier kämpft ein bisschen alleine. Das war's jetzt auch mit dem. Eine Einheit ist erschöpft, mein Lord. Die hier beschießen sich einfach die ganze Zeit. Doch schon einige gefallen. Jetzt ziehe ich die noch mal ein bisschen näher ran, weil ich glaube gar nicht, ich glaube, die können gerade gar nicht schießen. So, jetzt sollten sie auch schießen können. Sich mal beeilen würden. Und hier hinten. Naja, das war's mit der Einheit. Da jetzt hier eh keine, das Abschießen von hier unten eh nicht so viel bringt, schick die alle mal in den Nahkampf. Mach ich mal kurz Pause. Schick die dann hier hoch. Die hier hoch. Die da hoch. Die auch da hoch. Und dann die letzten können hier in der Ecke hin hoch. So. Und dann wollen wir jetzt die Festung mal stürmen. So. Wenn ihr ein Tor einnehmen könnt, könnt ihr General ja auch reinreiten und dann haben die Gegner eigentlich ziemlich verkackt, also fast das dann auch fast. Die hier werden noch gar nicht oben aufgehalten, weil hinter den Mauern steht hier ja kein Mensch, also kommen die eigentlich locker rein in die Feste. Hier hinten wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil die können mich natürlich auch hier runterschießen, während ich hochkletter. Das wird nicht so lustig, wenn sie jetzt schießen würden, aber tun sie irgendwie gar nicht. Sie warten. Ja, besser so. Kommen jetzt auch schon die ersten rübergeklettert. Und springen da schön in die Gegner rein. Jetzt sind, glaube ich, auch die meisten schon einigermaßen weit hochgeklettert. Damit ich, kann ich jetzt mit ihr hier angreifen. Alle im Nahkampf auf. Die werden jetzt ziemlich zerstört, glaube ich. Ja, es sind hier ziemlich viele von mir rum und ziemlich wenige von denen. Jetzt, oh, jetzt kommen wir die ganzen Einheiten reingerannt. Ja, die haben es ziemlich verkackt. Die, jetzt auch, die kämpfen aber bis jetzt nicht mehr. Aber jetzt doch, die kämpfen bis zum Tod. So viel ist von denen auch nicht mehr übrig. Das wird auch bald erreicht sein, der Tod.
Ja, sie haben noch 6, 5 Männer, jetzt 4, 3, 2, 1. Und das war's mit dem. Und jetzt alle von denen noch auf die letzte Einheit, die auch bis zum Tod kämpft. Was ihnen aber auch nicht mehr viel hilft jetzt. Gegen meine Übermacht. Sind nur noch knapp über 30. Also. Das war aber brutal hier. Jetzt geht's hier richtig ab. Aber die haben nicht mehr so viel. Die haben nicht mehr viele Leute, das wird nichts für den. Mit Kanonen wäre es natürlich einfacher gewesen, hätte ich das Tor jetzt schon anziehen können, aber. Tja. Hab ich halt noch nicht. So, 6, 4. Jetzt schießen die auch noch auf die. Aus nächster Nähe, also das ist klar, dass die verlieren hier. Wenn die aus so einer Nähe abgeschossen werden. Und jetzt haben die Gegner keine Einheiten mehr und ich müsste jetzt auch eigentlich gewonnen haben. Ja, warum auch immer ich jetzt gerade nicht... Jetzt habe ich gewonnen, okay. Dann beenden wir das Gefecht mal, weil die Gegner haben ja eh keinen einzigen Mann mehr, also... Naja. Und damit haben wir jetzt auch die Stadt eingenommen hier. Ja, jede Folge eine Provinz, habe ich versprochen. Das ist auch wichtig, weil die Folge jetzt auch schon bald vorbei ist. Jetzt kümmern wir uns noch ein bisschen um die Aufrüstung und Rekrutierung und so und dann werde ich die Runde auch die Folge jetzt auch beenden und ja, erstmal die Ladezeit hier abwarten. So, ja, wir haben auch ziemlich viel verloren für so eine Stadt. Das war nicht so gut. Naja, aber egal, wir haben gewonnen, das zählt. So, erstmal friedlich besetzen. Ja, perfekt. Und damit haben wir jetzt auch schon zwei Provinzen erobert. Sehr gut. Und dann reparieren wir das ganze Zeug hier erstmal. Und bauen einen Hafen. Hier oben haben wir schon einen Hafen. Ich glaube, ich mache daraus einen Handelshafen. Aufbessern geht hier jetzt auch nichts mehr. Dann können wir hier noch was rekrutieren vielleicht. Ja, rekrutieren wir dann noch eine Einheit und beenden die Runde mal. Ja, was wollen sie jetzt? Da hat uns jemand den Krieg erklärt. Ja, super. Find's toll. Ja, egal. Okay. Von mir aus, wo immer die jetzt hier sind, ich habe keine Ahnung, was das für welche sind. Ich wette mal die da oben, aber können uns nichts. Oh, da kommt so eine kleine kribbelige Armee an. Was immer die jetzt hier vorhaben. Was wollen die denn von mir? Ja, ganz ehrlich, mit zwei Generäle in der ganzen Armee. Ja, hier oben sind die, die uns noch den Krieg erklärt haben. Dann müssen wir uns jetzt auch mal wieder ein paar Verbündete suchen, weil wir haben, glaube ich, gar keine Verbündeten mehr. Können wir mal hier ein Handelsabkommen machen erstmal. Ein unerwartetes. Ja. Haben sie angenommen? Nein. Wer hätte das gedacht? Ja, die sind hier noch neutral. Die auch. Die halt. Na, dann machen wir erstmal ein Bündnis mit denen hier, wenn es funktioniert. Nun gut. Jetzt ich werde euch kurz an. Zuhören. Dann müssen wir eben noch ein bisschen Geld dazu geben. Das nehmen sie immer noch nicht an. Bieten wir ihnen eine Geisel an. Ja, das nehmen sie dann an. Und dann geben wir noch ein bisschen militärischen Zugang, damit es noch besser wird und dann mal gucken, ob sie es annehmen. Eure diplomatischen Fähigkeiten gleichen. Ja, haben sie angenommen, sehr gut. Haben wir auch mal wieder Verbündete hier. So, dann sollten wir hier jetzt mal, sobald es möglich ist, eine Armee rekrutieren, damit die uns nicht von da oben angreifen. Aber erstmal können wir diese, keine Ahnung, was das hier ist, erledigen, diese zwei Generäle. Das machen wir manuell, wenn es lustiger ist. Und nach der Schlacht ist dann auch schon die Folge zu Ende. Also, ja.
noch die Ladezeit jetzt hier abwarten und dann war's das. Also, das dauert immer diese Ladezeit. Also, nächsten Montag kommt dann natürlich wieder die Folge von Rise of the Samurai, die nächste Folge. Nächsten Mittwoch dann die nächste Folge von der normalen Kampagne. Die haben wir ja jetzt aber übersprungen. Also, die Folge von dieser Woche haben wir übersprungen, aber nächste Woche kommt dann wieder eine. Und heute gibt es ein Halloween-Special, das kommt dann auch noch nachher. Also, ja. Ich könnte euch bestimmt gar nicht denken, was wir da so spielen, aber das ist auch ein ganz großes Geheimnis. Aber viel Spaß beim Anschauen dann und jetzt geht's erstmal in diese Schlacht hier. Das Wetter ist perfekt, dann können wir auf Aufschlag starten. Ja, die haben eh nur Generäle, also mache ich mal hier so eine Linie und dann warte ich mal, bis die auf mich zugerannt kommen. So. Das war es dann wirklich schon. So, dann können wir jetzt ja auch nicht starten und ja, die kommen auf mich zugeritten. Dann spule ich mal ein bisschen vor, damit es schneller geht. Zeigt ihnen, wie echte Männer kämpfen, mein Lord! Ja, das machen wir. So, gucken wir mal, die jetzt hier schießen können. Ich glaube, das sind die, die zuerst schießen. Ne, die hier. So, dann machen wir es mal langsamer und dann. Jetzt wird's lustig, wenn die hier in den Kreis reinkommen. Oh Mann. Die werden ziemlich zerstört. Ja, werden sie. Die werden ziemlich auseinandergenommen. Gute Nachrichten, mein Lord. Reiten hier auch mitten ins Kreuzfeuer. General ist tot. Der General ist schon gestorben. Die wanken jetzt hier schon. Und jetzt reite ich mal mit meinem General dann. Euer General wird angegriffen! Ja, General. Mein General greift an. Die werden jetzt ziemlich zerstört, glaube ich. Ich gehe jetzt mal in den Nahkampf da auch noch rein. Die hinten beiden. Sie jetzt auch mal im Nahkampf da angreifen. So. Die haben keine Chance. Wir haben jetzt auch schon fast gewonnen. Ich weiß, warum die nicht gewonnen haben. Die halten sich ganz schön gut. Aber das wird nicht lange so bleiben. Ich schieße jetzt einfach alle Einheiten, die hier sind. Ich schieße einfach alle Einheiten auf die. Na gut, okay, es ist keine Einheit mehr da. Ein General habe ich getötet. Eure Männer haben ihren General getötet, mein Lord. Und das war es dann auch schon. So, das war eine sehr einfache Schlacht. Damit ist jetzt auch die Rundenzeit schon zu Ende. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wie immer. Und ja, am Montag kommt die nächste Folge. Die nächste Folge von dieser Kampagne kommt nächsten Freitag. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.